Alright guys, today we're gonna be reacting to So Exchachter Kavistur no Kamita Hansen's Bomben Kufhaks. Practicing my German, folks. I promise you I was practicing my German. I know that doesn't sound German at all yet, but it will. It will, I promise you. This is about bombs, the origins, and how they just deactivate or just dispose the bombs that are in the ground in Berlin. In some places in Germany. Again, some of you guys, you recommended this great video, so we're going to just react it to it. Thank you so much. Make sure you like to subscribe and share my content. And be part of the community down in the description down below in the Discord. Let's jump in. Of course, a little bit of sparkling water just to lighten up the mood a little bit. And just enjoy the video. Jump in. Auf der Erde liegt etwas. Karl-Heinz Clemens kontrolliert die Stelle, an der ein Bombenblindgänger vermutet wird. Haben Sie irgendeine Idee, was das ist? Kann ich Ihnen so noch nicht prognostizieren, weil ich bin kein Prophet. Er muss aber mit einem Blindgänger rechnen und bespricht deshalb mit der Ordnungsbehörde schon mal die Sicherheitsvorkehrungen. Ja, genau. Dann würde ich Sie bitten, jetzt hier den Ort des Geschehens zu verlassen. Kampfmittelbeseitiger ist ein einsamer Job. Auch wir müssen den Gefahrenbereich verlassen. Daher stellen wir mehrere Kameras fest auf und ein Kollege von Karl-Heinz Clemens wird für uns die Kamera bedienen. That is a dangerous job, man. I cannot imagine. I cannot imagine one of those bombs just exploding in your face, man. Oof. Well, they have been there for a lot of years. I don't know if they're still working, but I guess they would explode if things don't get completely covered. If things don't get deactivated correctly, it might explode. That's what my logic is telling me. Beim Graben ist Vorsicht geboten. Falls es eine Bombe ist, will Clemens auf keinen Fall den Zünder treffen. Oh my God. Dann wird klar, die Vorsicht war berechtigt. Es ist eine Bombe. Eine amerikanische 125-Kilo-Bombe. Gut, dass wir so weit weg sind. See, they're far away. Jetzt wird es besonders heikel. Clemens hat den Zünder freigelegt. Trotz der Gefahr muss er beherzt zugreifen, denn auch das Ertasten ist wichtig, um die genaue Bauweise des Zünders zu erkennen. Was ist das für ein Zünder? Können Sie das schon sagen? Ja, es ist ein Aufschlagzünder, also kein Langzeitzünder. Und von daher hoffe ich, dass das Ganze nicht so problematisch wird mit der Entschärfung. That's deep, right? Eine trügerische Hoffnung. That's deep, that's a couple meters deep, too. So they probably just put a lot of dirt on top of a lot of this old land. Just to go that deep. Könnt ihr uns die bitte mit der kleinen Kamera mal zeigen? Selbstverständlich. Geht davon jetzt Gefahr aus? Ja, auf jeden Fall geht jetzt Gefahr aus davon. Denn durch Vibrationsarbeiten oder durch Verlagerung kann die Bombe dann entsprechend detonieren. Heißt konkret, wenn er die Bombe zu sehr bewegt oder sie sogar ans Rutschen kommt, kann sie sofort in die Luft gehen. Really? Trotzdem muss jetzt erstmal schweres Gerät dran. Der Bagger. So it could blow up. Muss mehr Platz schaffen. Dann ist Zeit für eine Pause. Zusammen mit seinem Kollegen Ralf Kuhlpeter wartet Karl-Heinz Clemens darauf, dass die Ordnungsbehörde die gesamte Evakuierungszone geräumt hat. Machen Sie sich eigentlich auch manchmal Gedanken über die Verantwortung, die Sie haben? Ja, die ist mir schon sehr bewusst. Also ich weiß, dass das jedes Mal meine letzte Bombe sein kann. Das ist schon, yeah. Das ist schon so. Yep. Und man muss ja auch sagen, egal ob ich jetzt eine 50-Kilo-Bombe entschärfe oder eine 1000-Kilo-Bombe, wenn es in die Hose geht, ist das Ergebnis für mich immer dasselbe. Look at him, he's like, ooh. Gibt es irgendein Ritual, das Sie vielleicht machen, wo Sie sagen, das bringt mir Glück? Nein,
No. Gibt es eigentlich nicht. So no ritual. Muss man jemand ins Telefon. Clemens. Okay, super. Ich danke Ihnen. Ich melde mich dann später wieder. Ja? Danke. Ja, danke. Tschüss. So, Evakuierung steht. Wir können loslegen. Clemens entscheidet sich für eine besonders sichere Entschärfungstechnik. Das Ausdrehimpulsgerät. Oder einfach nur Raketenklemme genannt. Sie wird direkt auf den Zünder geschraubt. Wieder so ein heikler Moment. Man, this dude. Hier sind ja Treibladungskartuschen drin. Diese Treibladungskartuschen erzeugen einen entsprechenden Druck und drehen das ganze Gerät mit dem Zünder, sodass anschließend der Zünder mit dem Ausdrehimpulsgerät eigentlich vor der Bombe liegen soll. Eigentlich. Naja, erstmal in sicherer Entfernung und von dort die Raketenklemme zünden. Okay. 3, 2, 1, los. Die Raketenklemme hat ausgelöst. Doch plötzlich ist es bei der Entschärfung vorbei mit der gewohnten Routine. Der Grund? Der Zünder ist nicht mit rausgegangen. In welchem Zustand er noch in der Bombe steckt, ist unklar. Oh my God, so they didn't do anything. So they had to go back. Oh man, they don't know because now that was a huge force. And that huge force could activate something in the bomb. Können wir mitkommen? Nee, warten Sie erstmal in mir. Wir setzen das jetzt nochmal nach und dann geht das auf jeden Fall funktionieren. Ist jetzt erhöhte Gefahr? Nein. Oh my God, dude. Well, he, you know what's crazy? People like this, they love this kind of job. They're built for this. They are built for this. They're looking for this kind of danger just to get a little bit of approval from society. You see what I'm saying? Nothing wrong with this. It's just, it is their nature. It's like somebody had to do it. Well, why not me? 3, 2, 1. Okay, what happened? Wie sieht's aus? Yeah, now it's much better. Raus. Yep, much better. Geht jetzt noch Gefahr aus von der Bombe? Von der Bombe geht keine Gefahr mehr aus. Jetzt ist die Zündkette unterbrochen und damit ist die Bombe relativ ungefährlich. Genauso wie der Zünder, aus dem Clemens jetzt auch die Zündladung ausgeschraubt hat. Clemens, Kampfmittelbeseitigung. So, Sie können die Absperrung die Evakuierung aufheben. Bombe ist entschärft, auch wenn es ein bisschen länger gedauert hat. Die Bombe war hartnäckig, aber am Ende des Tages macht sie keinen Ärger mehr. Oh, look at that. Im Gewerbegebiet von Bochum klafft ein 6 Meter tiefes Loch. Hier haben sich die Kampfmittelbeseitiger bis zur Bombe nach... This is gonna be a job for generations. A job for generation, long generation. This is not gonna end. Because we don't really know, right? So I'm guessing between Germany and France and all these areas, you know, these things are nach unten endless. Gegraben. Eine 250 Kilogramm Bombe mit einem gefürchteten Langzeitzünder. Ein Fall für den Chef persönlich, Karl Friedrich Schröder vom Kampfmittelbeseitigungsdienst Arnsberg. Also heute haben wir alle widrigen Umstände, die man sich nur denken kann. Regen von oben macht nichts, aber Wasser von unten ist ein bisschen problematisch, weil von der Seite kommt noch Schlamm nach und die Bombe ist ein bisschen abgesackt. Ja? Wir kommen einfach nicht dran, ohne die Bombe zu bewegen. Und Langzeit zu bewegen, habe ich gesagt, das machen wir heute nicht. Das ist zu heikel. Deshalb werden sie die Bombe sprengen. Dazu bringen sie eine Sprengladung an, eine Seltenheit. Das letzte Mal haben sie vor 20 Jahren einen Blindgänger auf diese Weise entschärft. My God. Weil wir Abstand halten müssen, filmt ein Kollege vom Kampfmittelbeseitigungsdienst diese Aufnahmen. Dann die Absprache mit Polizei und Feuerwehr. Wann kann gesprengt werden?
1930 habe ich mal gehört, jetzt habe ich aber von Ihrem Kollegen gehört, 20 Uhr. 20 Uhr wäre er. Ja, aber wir müssen wegen der Dunkelheit. Ne? Ja, ja, ist richtig. Deswegen, wir müssen sagen, wenn es anfängt dunkel zu werden, dann lasse ich euch hier noch Beleuchtung hinbringen. Ja, aber im Dunkeln springe ich nicht so gerne. Man muss die Sprengstelle im Blick haben. Heißt ja immer kontrollierte Sprengung. Wenn man mal ganz ehrlich ist, man kontrolliert zu 100% die Uhrzeit. Bei der Sprengung der Bombe werden über 200 Kilogramm TNT explodieren. Um die enorme Druckwelle abzuschwächen und um die Bombensplitter aufzuhalten, wird die Grube mit feinem Sand aufgefüllt. Zur gleichen Zeit läuft die Evakuierung. Now check this out. Imagine putting all that dirt on top of the bomb. And you know, you put that some dynamite, you want to explode the bomb. You do all that. You know, get ready and push and nothing happened. You have to ask excavate all that dirt again. And dig and dig and dig and dig. When you get to the end, kaboom. Nah. Inzwischen ist es schon 20.25 Uhr. Aber für ein Brötchen muss Zeit sein. Nee, danke. Der möchte noch einen Ohne Mampf, kein Kampf. Ich habe den ganzen Tag noch nichts gegessen. Noch fast nichts. Kann da. Du auf jeden Fall Kaffee. Ja. Reicht mir eine halbe Tasse, vielen Dank. Greifen Sie zu. Um 20.45 Uhr kann es dann endlich losgehen. Die Zündkabel werden verlegt. Und Karl Friedrich Schröder kommt von einem letzten Kontrollgang. Wie sieht's aus? Sieht gut aus. Ich denke mal, willst du, Rainer? Wir haben nichts Verdächtiges bemerkt. Ja, läuft alles. Das heißt, wir können loslegen. Oh. Yeah, it's nerve-wracking. Yeah, it's not easy. It's nerve-wracking. Look at me, I'm just waiting for it. See my body language? Here we go. Mach. 3, 2, 1. Wow, that thing is dangerous, bro. That was so dangerous. That was amazing. Ich wäre bereit. Ja, bist du 10 oder ich 10? Mach. 3, 2, 1. Ja. Geil. Ja. Ja, exploded. Erstmal ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, dass es überhaupt geknallt hat. Jetzt warten wir, bis die Schwaden verzogen sind. Dann werden wir kontrollieren. Dankeschön. Ja, well done. Ja, well done. Ja, genau. Ja, well done. Also bei dem ersten kann man die Scheibe heilen. Ja. Ist das jetzt so, wie das sein sollte? Ja, aus der Ferne betrachtet würde ich sagen, ja. Wir müssen uns den Nahbereich gleich nochmal angucken. Aber die Schwaden, die sind giftig und deshalb müssen wir warten, bis sie verzogen sind. Dann müssen wir wirklich warten. Also, Gesundheit geht immer vor. Oh man, that's crazy, right? Crazy. Amazing. Die hat es ganz schön zerlegt, die Brunnenringe, ja? Yep. Ich habe mir ein bisschen schlimmer vorgestellt. Hier die Bodenplatte, die hat sie hier angehoben. Hier vorne aber noch mehr. Hier ist ein Riss. Also da sind schon Schäden da, klar, aber im Rahmen. Yeah, wow. Und von der Zeit her hat es auch noch gepasst, kurz vorm Dunkelwerden. Hallo, sind Sie neu hier? Amazing, man, amazing, wow. Hey, thank you so much for your sharing this video with me. This was quite impressive, I'll have to say. Not an easy job, very, I would say, terrifying being in that position, just being able to simply experience that. You don't know what could happen. That bomb can just go farther than you think.
Let me know what you guys think in the comment section below. Like always, guys, I will see you in the next one.